Junge, ich bin hardcore überbelichtet. Freunde! Eine böse Spätsendung gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Kannst du mir einen Keks geben durch die Cam? Bruder hier. Du siehst aus wie der finde ich witzig Typ. Echt? Nee, glaube ich nicht. Du siehst aus wie der ja wahrscheinlich Typ. Ach Quatsch, ich sehe doch nicht aus wie diese Memes. Bam, da müssen wir hin. Zack, zack, zack. Ärmel hoch. Kaffee wird gesippt. Wir haben einen Anruf. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Stoppt ihn! Alter, wer seid ihr denn? Das ist einfach Hagrid. Bruder, da unten gibt's Free Donuts. Tschüss. Warum ist der Hühnschnupfen jetzt wieder da? Der war so lange nicht da. Alter, ich krieg's kotzen! So. Back wie englische Rücken, ne? Shoutouts an David. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au, das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Ich hatte heute übelst den weirden Traum. Ich weiß leider nicht mehr so viel. Ich habe geträumt, dass ich bei Sefi in der Schweiz zu Besuch bin und Sefi schneidet mir die Haare. Dann fragt Sefi mich so, ja, wie willst du denn deine Haare geschnitten haben? Und da habe ich so gesagt, ja, kurz. Und dann stellt er den elektrischen Rasierer auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, 2 Millimeter und macht so und rasiert mir die ganzen Haare ab. Komplett, also so. Und dann ich so, hä, Sefi, warum schneidest du mir die Haare? Ich habe doch in 2 Tagen den Friseurtermin. Habe ich halt wirklich. Also ich habe wirklich am Dienstag einen Friseurtermin. Dann er so, ja, du hast doch gesagt, kurz. Na, ich, ja, aber der Friseur wollte mir auch die Haare blond färben. Dann habe ich angefangen zu weinen. Bei meinem Friseur angerufen und mich entschuldigt, dass ich nicht kommen kann, weil die Haare so kurz sind, dass man sie nicht färben kann. Habt ihr eine Verkleidung für mich? Aber hallo. Meint ihr? Wo ich das Spiel durchgespielt habe, das waren die 2 nervigsten Charaktere. Ja, die sind jetzt wirklich nicht so die hellsten, muss man jetzt schon zugeben. Die Welt ist nicht nur gefüllt mit Intelligenzbestien, erfährt man immer wieder. Wenn euch jemand auf den Sack geht, ignoriert ihn einfach. Das ist die Kunst der Dinge. Es wird ihn noch mehr aufregen, als wenn du auf ihn eingehst. Kann man die töten? Okay. So, man hätte ja nicht fragen können, kann man die loswerden oder können die ihren Mund halten? Kann man sie töten? Wenn dich jemand auf den Sack geht, dann sag einfach... Nicht schlecht! Und wenn dich jemand ultra auf den Sack geht, dann sagt einfach nur... Okay. Hey Hübi, wie gehe ich mit Negativität um? Okay. Wenn meine Mitschüler in der Schule früher meine Videos geguckt haben, um mich dafür zu dissen. Okay. Wenn ich heute mit YouTube selbstständig bin. Nicht schlecht! Achtung, Befriedigung, sein Vater. Ich liebe es. Diese Superbauten sind das Beste, was dieses Spiel jemals gemacht hat. Nicht schlecht. Nicht schlecht! Achtung, Leute, beiseite! Die Kaffeemaschine ist kaputt. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an, fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Chase, meins hängt im Rückwärtsgang fest. Und es hat keinen Kopf. Und einen ganz komischen Hintern. Du sitzt falsch rum, Frank. Oh, erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Er hat ihm einfach einen Apfel in den Arsch geschoben. Okay. Lol, das wusste ich gar nicht. Man hat eine Eierkanone. Ich kann das Huhn dazu zwingen, Eier zu kacken. Amazing. Dü-dü-dü-dü-dü, höre ich bei dem Farmerlied raus. Gleich Copyright einklagen. Wir müssen das mal auf Spotify einreichen. Einfach nur so ein 10-Sekunden-Clip. Oh, stimmt, wir kriegen die Schweinekanone. Ja, das habe ich total vergessen. Stimmt, es gibt in diesem Game diese Schweinekanone. Ja. Skü-skü. Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex... Jawohl. Die Mission ist so geil. Es ist eine grundsätzliche Regel, Leute. Spoiler sind nie nice. Aber wenn Leute mir schreiben, wo rote Steine sind oder so, das kannst du ruhig drin lassen. Also, wenn Leute dir erzählen, wie Dinge funktionieren, dann finde ich es immer dann nicht nice, wenn sie einem das Spielerlebnis versauen. Aber in diesem Spiel kommt nicht das Spielerlebnis dadurch, dass du irgendwie, keine Ahnung, die roten Steine suchst oder so. Trotzdem... Ihr braucht jetzt nicht unbedingt das Story-Finale jetzt in den Chat schreiben oder so. Chase gönnt sich einfach im Finale einen bösen Köftespieß, ohne mit jemandem zu reden. Geiles Auto. Nicht schlecht. Ja, und danach einen schönen Allrad aus der Maschine zum selber zapfen, Leute. Können wir hier eine Abkürzung nehmen? Ja, oder? Ah, dann nennt mich Meister der Navigation, AMK. Geh beiseite. Zack, hier auf die andere Straßenseite schieben. Ich muss durch. Bin im Rex Fury-Fall unterwegs. Da gelten Straßenregeln für mich nicht. Also All-You-Can-Drink-mäßig. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich bin sehr entspannter Autofahrer. Ich habe noch nie gehupt. Außer einmal aus Versehen. Ich habe noch nie geschrien im Auto. Ich bin so ein entspannter Autofahrer.
Viel Glück, Chase. Viel Glück, Chase. Ich finde dich voll geil. Was halt ihr von Elektroautos, war gerade die Frage im Chat. Nicht so viel, muss ich zugeben. Die sind vielleicht eine ganz nette Übergangslösung, aber ganz viele Forscher und Professoren und whatever, was die nicht alles sind, haben schon gesagt, der Benzinmotor wird durch den Wasserstoffmotor abgelöst. Der Elektromotor ist keine massentaugliche Lösung. Wenn natürlich der technische Fortschritt so bleibt, wie er aktuell ist. Dieser Dinosaurier hatte eine Reihe scharfer, auf seinem Rücken verlaufender Knochen. Ich komme auf keinen Fall. Manche Wissenschaftler glauben, dass größere Dinosaurier ihn zum Brotschneiden einsetzten. Manche Wissenschaftler glauben, dass andere Dinos ihn zum Brotschneiden einsetzten. Man weiß, Gucci, Gucci, Gugu. Gucci, Gucci, Gugu. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Ich stehe safe drauf, wenn sie entführt wird. So Rollenspielchen sind... Okay. Ja, ne? Das musste sein. Dadurch hat er sich jetzt den nächsten Glitch für seinen Speedrun vorbereitet. Ja, ich wollte, weil wenn ich jetzt das Spiel wieder starte, dann kann ich den Dino als Brotmesser verwenden. Oh boy! Oh shit! Ja, ich glaube, das war's dann mit meiner G-Klasse. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge! Mit denen spielt man nicht rum! Folge mir hier rüber! Auch einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Der Schlauchdruck, man kennt ihn. Oh nee, ich wollte gerade die Katze sprengen. Ich stecke fest. Ich kann nicht rückwärts fahren und nicht vorwärts. Okay, neuer Versuch. What the hell? Was ist das? Yeah, Party. So, ist hier der Schlüssel für das Büro? Was mache ich hier unten eigentlich? Wer bin ich? Warum liegt hier Stroh? Dumm, 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 dumm. Ich bin letztes Jahr bis 4, 5 Uhr wach. Oh nee, das ist... Hatte ich auch mal die Phase, aber die habe ich schon lange nicht mehr. Seit der Selbstständigkeit ist eigentlich mein Rhythmus besser geworden, muss ich zugeben. Bis 6 Uhr wach bleiben und Kim Possible schauen. Ja, ja, nur Kim Possible schauen, gell. Ich verstehe schon, Alex. Passt schon. Wir kennen das, wir verstehen das. Seid ihr hier reingekommen? Geschwommen. Erst geschwommen. Ich habe die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Überlass das mir. Als ob wir eine Wahl hätten. Oh, ich mag ihn. Warum mag der mich nicht, der eine? Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Redest du mit mir? Ich mach gar nichts. Und wie das Ganze hier weitergeht? Okay, Moment. Schatzi ruft an. Eine Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Und niemand weiß, was hier abgehen wird. Denn wir werden jetzt ein bisschen Tetris zocken. Woo! Ich bin Meister der Cliffhanger, Leute. Das Animal Crossing-Theme ist so schlimm. So schön Animal Crossing auch ist, aber in Tetris hat das wirklich nichts verloren. Wirklich nicht. Aber wer auch immer auf die Idee kam, das zu machen, du hattest eine schlechte Idee, mein Freund. Du hattest keine innovativ coole Idee. Dieses Theme soll dich so komplett entspannen und so auf komplett nice und kinderfreundlich sein. Aber Tetris ist alles andere als entspannt, nice und kinderfreundlich. Eigentlich ist Tetris Krieg. Das ist, glaube ich, der Sound, wenn dann nur noch diese begrenzte Spieleranzahl übrig ist. Aber das passt halt einfach nicht. Ich komme in gar keine Hype-Stimmung bei dieser Drecksmucke. Welcher Praktikant war da am Werk? Welchen Praktikanten hat man da gesagt? Hey, du Praktikant, du darfst das neue Tetris-Team aussuchen. Animal Crossing. Ja, wow. GG. Jawohl. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein. Okay. Na, ja, und dann machst du natürlich, dann machst du sowas und dann ist deine Runde einfach vorbei. Ja, das hat meine Runde beendet. Zumindest so gut wie. Nicht schlecht. Ah, verdammt. Alter, wurde ich Achter? Nicht schlecht. Lol, what? What? Na, hä? Ich beende jetzt meine Runde, Alter. Hier, weg damit. What the hell? Tschüss. Die Spende kommt genau dann, wenn der echte Remix läuft. Oh, da habe ich mich ja schon wieder... Okay. ...böse verbaut.
Okay. Nicht schlecht! Tetris mit Soundboard ist viel witziger. Auch wenn du dann immer so Phasen hast, in denen du nicht konzentriert bist, weil du das Soundboard drücken musst, ist es einfach... Nicht schlecht! Also irgendwie seit meiner ersten Runde bin ich kopftechnisch nicht mehr ganz bei diesem Spiel. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, jetzt letzte Runde. Sollen wir nochmal gucken, ob meine Theorie stimmt, dass weltweit einfacher ist als Ding? Okay, jetzt letzte Runde. Nicht schlecht! Da kommt richtig Stimmung auf, Leute! Drück nochmal raus. Ich will nochmal den Button drücken. Es ist zu wild, diesen Button zu drücken. Ja! Nicht schlecht! Ah, verdammt. Ja, siebter. Das kann doch kein Zufall sein, dass ich in Community-Runden immer übe. Aber die ganze Runde war, finde ich, nicht schlecht. Friends, danke fürs dabei sein. Danke für den sauspaßigen Stream heute. War wieder ultra cool. Haut rein. Euer Hüb.